Alright. Der Kampf ist vorbei. Zumindest vorerst. Dank eurer Tapferkeit errangen wir den Sieg, ohne jemanden töten zu müssen. Elise, bist du so lieb und pflegst die Verwundeten? Und zwar von beiden Seiten. Mach ich. Ich hab sie alle geheilt, bevor du Elise ist die Beste sagen kannst. Das norische Heer schlug sich in einem Kampf ohne Mord und Totschlag? Wie das? Was führst du im Schilde, Prinz von Nor? Yes. Ich führe nichts im Schilde, Kilmer. Ich halte nur nichts vom Töten, um des Tötens willen. Und ich vergelte Güte nicht mit Gewalt. Ich verdanke euch schließlich mein Leben. Obwohl wir euch zuerst angriffen, als ihr noch schwach wart, zeigtet ihr Gnade. Ich würde mich freuen, wenn wir dies als Wendepunkt für uns alle sehen könnten. Für Beziehungen, die nicht auf Macht oder Kontrolle fußen, sondern auf Vertrauen. Gewiss, das braucht Zeit, aber im Herzen weiß ich, dass es der einzige Weg ist. Als Vater befahl, den Aufstand niederzuschlagen, wollte ich es auf meine Art tun. Egal was kommt, ich möchte eine Welt schaffen, in der wir alle in Frieden leben. Kann es sein, dass du das wirklich mit Worten lösen wolltest, so wie Lies sagte? Ich würde ja sagen, das liegt im Blut, aber sie ist ja nicht deine leibliche Schwester. Moment, dann bist du gar kein norischer Prinz? Mein Lord Koren, ist das wahr? Das glaube ich nicht. Ja. Es ist wahr, Flora. Ich fand es während meines Aufenthalts in Hoshido heraus. Ich bin weder König Garons leiblicher Sohn, noch der echte Prinz des Königreichs. Aber ich wünsche mir nichts mehr als ein Ende des Krieges für uns alle und alle Reiche. Daher muss ich alles tun, damit Vater mich wieder als Sohn anerkennt. Das wusste ich nicht. Ich verpasste wohl viel, seit ich die nördliche Festung verließ. Vergebt mir, mein Lord Kilmer. Ich weiß, dass mein Anliegen etwas egoistisch ist. Dennoch muss ich euch fragen, werdet ihr und euer Clan euren Aufstand beenden? Dafür schwöre ich, alles zu tun, um eurem Volk die Unabhängigkeit zurückzugeben. Ich ruhe erst, wenn der Eisclan wieder die Freiheit genießt, die Noah ihm entriss. Aber damit das geschehen kann, muss ich um eure Mithilfe bitten. Du steckst voller Überraschung, junger Prinz. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber du kannst auf uns zählen. Kilmer, ich danke euch. Ich schwöre euch, das werdet ihr nicht bereuen. Ich sehe Güte in deinen Augen und spüre eine geheimnisvolle Ruhe in deinen Worten. Ich fürchte, ich kann nicht anders, als dich beim Wort zu nehmen, Koren. Hätte König Garon diese Worte gesprochen, hätte es nichts geändert. Aber du, bei dir ist es etwas anderes. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich glaube dir. Vielleicht bist du doch der Held, der schließlich die Welt retten wird. Beim letzten Mal bin ich mir nicht sicher, aber ich danke euch für euer Vertrauen. Achso, beim letzten Teil bin ich mir nicht sicher, aber ich danke euch für euer Vertrauen. Mylord Koren, könnt ihr mir jemals vergeben? Ich weiß, dass ich meinen Eid brach und aus dem Schloss wegrannte, aber... Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Flora. Du hast nichts falsch gemacht. Es war falsch von Noah, dich so in die Ecke zu treiben. Erst recht als Kind. Ich werde vor Vater wie immer nur gut über dich sprechen. Yes. Eure Güte kennt keine Grenzen, mein Lord Koren. Ich danke euch. Obwohl ich mich zuvor geweigert hatte, gelobe ich euch hier und jetzt meine Treue. Haha, kein Grund zu übertreiben, Flora. Ohne dich und Felicia hätte ich mich in der nördlichen Festung zu Tode gelangweilt. Ihr habt mir eure Loyalität und Freundschaft mehr als bewiesen. No. Aber das alles war nur eine große... Ich meine, die ganze Zeit... Ich denke, das zählt nicht mehr. Von jetzt an schwöre ich euch, treu ergeben zu sein. Ich bin nicht sicher, ob ich richtig verstehe, aber ich danke dir dafür. Wir haben alle versorgt, Koren. Noch leichter getan als gesagt. Thank you. Danke, Elise. Und danke, Felicia. Ihr beide habt heute Großes geleistet. Yes. Ja, das haben wir alle. Jetzt muss König Garon nur noch deinen Sieg anerkennen. Oh,
Diesen Teil habe ich glatt vergessen. Was werden wir tun? Du hättest den Aufstand allein niederschlagen müssen. Aber wir haben alles ruiniert. Wir müssen uns eine gute Ausrede einfallen lassen, sonst wird Vater sehr wütend sein. Oh, das hatte ich auch vergessen. Ich lasse ihm auf dem Rückweg was einfallen. Weicht dir schon auf? Kann ich dich nicht überreden, dich noch etwas auszuruhen? Ich fürchte, dass dafür keine Zeit bleibt, mein Lord Kilmer. Ich hoffe, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn wir uns erneut begegnen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, Corin. Mögen die Götter dich auf der gefährlichen Reise Richtung Frieden schützen. Thank you very much. Mein Lord Corin, wartet bitte. Wir Dorfbewohner möchten euch danken. Ihr habt alles daran gesetzt, um uns von einem sinnlosen Kampf abzubringen. Obwohl unsere Soldaten euch angriffen, habt ihr uns beschützt und sogar geheilt. Nehmt dies als Zeichen unserer Anerkennung. Bitte, ich bestehe darauf. 5000 Gold. Nice. Das kann ich in der Herrschaft gut gebrauchen. Und die Weltkarte. Geil. Das ist hier wieder ein kleines Gespräch. Mir ist so langweilig, was kann man nur dagegen tun? Da muss ich nachdenken. Ich trainiere, dehne meine Muskeln und helfe den Arm. Okay. Privatquartier. Wen nahmen wir denn ein? Nehmen wir mal Effi. Mal gucken, was die zu sagen hat. Can I help you? Soll ich euch dabei helfen, ein Einmachglas zu öffnen? Kein Problem. This has been fun, but getting awfully hungry. Can we eat like now? Fresssack. Okay. Dann gehen wir noch zu Lilith. Geben wir wieder Fleisch. Kann man das überspringen eigentlich? Nee. Drücke gerade alles. Schöner Erwerb. Ah, guck mal, jetzt hat sie Level D erreicht. Nice. So, wir haben wieder einen Drachenaderpunkt. Das heißt, wir können wieder ein Gebäude errichten. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Ein kleiner für nur ein typischer Hain. Achso, da brauchen wir keinen Punkt. Ändere Aussehen, Werte mit tollen Dingen. Zubehörladen. Ein Gefängnis. Wir können aber auch die Schmiede bauen. Ah, das Gefängnis ist interessant, ne? Hört sich interessant an, aber wir nehmen nur mal die Schmiede. Bauen es auch mal hier oben hin. Und bauen noch eine Statue hin. Ach, wir haben doch gar keine gebaut. Ah, okay. Bauen wir die mal hier hin. Das können wir... Ach, wie süß. Können wir ein bisschen blockieren. Wobei, die Gegner werden es sowieso ausnutzen. Machen wir mal hier hin. Ich weiß gar nicht, was dieser Hain da macht. Ach, gar nichts. Gut. Hat sich ja voll gelohnt. So, gehen wir mal kurz in die Schmiede. Wenn ihr zwei gleiche Waffen und ein paar Juwelen habt, könnt ihr sie verschmelzen. Die diensthabende Person kann zwei ähnliche Waffen verbinden, um eine mit Bonus maximal plus 2 zu erschaffen. Gilt nur für Waffen des gewählten Weges. Rabatt, falls Person besagte Waffen verwendet. Nice. Das ist zum Beispiel für Odin ganz gut, weil der hat auch diese Passive mit dem, wenn wir halt eine Waffe benutzen mit 12 Buchstaben drinne, dass dann halt plus 10 Quid ist. Wir haben aber leider nichts mit ihm. Das wird, denke ich mal, später ganz cool. Umtauschen. Ach, guck mal. Aber es lohnt sich halt noch nicht am Anfang, weil, ne?
Aber wir können auch die Sachen aufwerten. Hätte man auch überlegen können, ne? Aber erstmal müssen wir eine Heilung kaufen. Wir müssen uns auf jeden Fall noch eine Heilung kaufen. Weil die geht nämlich langsam zur Neige. So. Wollen wir noch eine Waffe kaufen? Eine D-Waffe. Also, die meisten haben ja nur D bis jetzt. Wir haben... Achso, wir können da... Wir können natürlich keine Waffe kaufen, weil hier keine Waffen gibt. Oh, Odin. Leicht. Ha, Sale. Das ist dieser Winter. Nosferatu ist natürlich auch geil. Aber ziemlich teuer. Hast du denn schon D? Das stimmt, er hat schon D. Dann nehmen wir das mal als Sicherheit mit. Ah, oh, scheiße, ich hab das... Na doch, ich hab das richtige gekauft. Und einmal noch Feuer. Feuer nehmen wir auch nochmal mit. So. Der hat noch einen Eisenbogen. Wir müssen auf... Ja, Eisenbogen ist die Höchstwaffe bis jetzt. Wir müssen eigentlich auf C kommen. Aber C hat noch hier noch keiner. Ah, Felicia hat C. Wir könnten ihr einen Stahl durchgeben. Hm, wollen wir das? Nee. Es kostet alles noch zu viel Geld. Das ist alles noch zu viel. Obwohl. Für das, was wir jetzt vorhaben, wir werden nämlich jetzt versuchen, Mosu zu holen. Also, ich weiß halt, dass Mosu sozusagen ein Charakter ist, den man freischalten kann. Natürlich möchte ich in der Story noch weiterkommen, aber ich möchte auch Mosu haben, so schnell wie möglich. Denn wie gesagt, sie ist eine Dörflerin und desto früher man sie bekommt, weil die war ja Level 1, also desto besser wird's. Dafür brauchen wir halt gute Leute. Und ich würde ganz gerne wirklich... Doch. Ich hole sie jetzt einfach. Und dafür muss ich halt... Ich versuch's einfach mal. Ich gebe jetzt wirklich den Stahl durch. So. Dann probieren wir es einfach mal, sie jetzt zu holen. So. Beruhigen. Ach, scheiße, Unterstützung noch. Oh Gott, das ist so viel, ne? Ach du Scheiße. Na gut. Riecht dir das auch, Corin? Das ist der süße Duft der Gerechtigkeit. Du bist wohl so heiter, da du gerade von einer Mission der Gerechtigkeit kommst. Mir kam zu Ohren, dass eine Gruppe Tau nicht zuvorhatte, eine Stadt anzugreifen. Doch ich duldete solche Ungerechtigkeit nicht und rettete eben jede Stadt. Taugenichtse, sagst du? Interessant, war es ein schwerer Kampf? Keineswegs. Nie gewann das Böse ein Blickduell mit mir. Es blinzelte stets zuerst. Das klingt großartig. Von einem hellen Noas erwarte ich auch nichts anderes. Ich bewundere wirklich, wie du dich stets Menschen in Not widmest. Ihr seid zu gütig, mein Lord, doch es war wirklich keine große Sache. Aber deine Hose ist voller Matsch. Sie haben dich aber nicht verletzt, oder? Oh, dies geschah anders. Auf dem Rückweg wurde ich vom Kutschen angefahren. Was? Du wurdest an einem Tag von mehreren Kutschen angefahren? Danach dachten die Verteidiger der Stadt, ich sei ein Dieb. Sie haben mich gejagt. Etwa, ich weiß nicht, ungefähr 10 Meilen? Ihr Götter, wie schrecklich. Du scheinst wirklich vom Pech verfolgt zu sein. Das höre ich oft. Oh, verzeiht. Ich muss gehen. Ich versprach den Dorfältesten heute wichtige Medizin zu bringen. Hab Dank für das Gespräch, mein Lord. Der arme Arthur. Ich hoffe, er überlebt die Lieferung der Medizin unbeschadet. Ich hatte erst gedacht, dass er irgendwie so redet, dass er sozusagen mit Kindern gespielt hat oder so. Weil wegen Blicke und Blinzeln und alles mögliche, dass sie so ein Spiel gespielt haben. Mit Niles?
Na gut. Sieh das. Vorsicht, nur nicht wackeln. Nein! Machst du Gleichgewichtsübungen, Felicia? Die armen, unschuldigen Teetassen. Werter Silas, verzeiht diese peinliche Darbietung. Ich sollte mich nicht über dich lustig machen. Du arbeitest jeden Tag so hart. Ihr kamt nur hierher, um mir das zu sagen? Wie überaus liebenswürdig. Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Oh. Ich bin eigentlich wegen eines Gerüchts hier, das im Lager kursiert. Hm? Es ist nichts zu mir vorgedrungen. Du hast sicher bemerkt, dass es Kore momentan nicht so gut geht. Jetzt, da er es erwähnt, er war in letzter Zeit doch recht distanziert. Die Leute nun, es schmerzt mich, das zu sagen, aber die Leute fragen sich, ob du nicht für den Grund, für seinen Zustand verantwortlich bist. Bitte? Du hast ihn mit Tee begossen, sein Essen verbrannt, die Kleidung ruiniert? Viele sind überzeugt, dass diese Zwischenfälle aufs Gemüt von Koren schlagen. Aber ich würde doch niemals... Ich sage nicht, dass sie recht haben. Ich will nur, dass du über die Gerüchte im Bilde bist. Danke, dass ihr mich darüber informiert habt. Ich bin euch dafür äußerst dankbar. Na jetzt. Und geschafft. Die Suppe ist auf den Tellern. Jetzt nur noch auf den Tisch. Oh nein! Nice. Oh je, was habe ich getan? Ist euch nichts passiert? Verzeiht mir bitte, lasst mich das abwischen. Man hat mir schon davon erzählt, aber ich wollte es ja nicht glauben. Von deiner Unfähigkeit zur Erfüllung aller Aufgaben, die deine Pflicht mit sich bringt. Diese Inkompetenz selbst zu erleben, aus nächster Nähe, ist allerdings viel intensiver. Hast du meine Kleider mit Suppe ruiniert, weil du mich einmal nackt sehen wolltest? Es war ein Missgeschick. Ich versichere es euch. Du bist wohl viel zu aufgeregt, als dass meine Anspielung wirken könnte. Aber sei es drum, ich sollte mich wohl jetzt besser umziehen. Lasst mich euch noch einmal sagen, wie sehr ich mein Missgeschick bedauere. Gleich hier, mitten im Zimmer, ist ein ideeller Platz zum Umziehen, oder? Was immer ihr für richtig haltet. Bevor ich neue Kleider anlegen kann, muss ich mich natürlich erst dieser nassen, besudelten Gewänder entledigen. Das weißt du doch. Ich werde sie gleich reinigen lassen. Weißt du, es macht einfach keinen Spaß, wenn du den Köder nicht schlucken willst. Egal, ich muss mich gar nicht umziehen. Waren ja auch kaum 3 Tropfen Suppe. Oh, ihr seid also nicht erzürnt? Puh. das könnte schon witzig enden. Arthur und Elise. Komm, meine Lady Elise, euer getreuer Arthur eilt zu Hilfe. Erleichtert euer banges Herz. Bitte entschuldigt mich, meine Lady. Ich wollte euch nicht warten lassen. Wenn ich mir vorstelle, Sträuche behelligen euch und ich käme zu spät. Oh nein, keine Sorge, Arthur. Es geht um nichts dergleichen. Ich wollte dir nur eine Frage stellen. Ich bin nicht sehr gebildet, aber wenn ich helfen kann, dann fragt. Du bist ein Mann der Gerechtigkeit, stimmt's, Arthur? Ich frage mich, gibt es etwas, was du nicht tun würdest, um jemandem in Not zu helfen? Nein, ich machte von nichts Halt, wenn ich eine einzige Person retten könnte, my lady. Verlöre eine Arme, ein Kind, such dich die ganze Welt danach ab. Wenn ein alter Mann nicht mehr laufen könnte, diente ich ihm als Beine. Klasse, fantastisch. Machte jemand einen Schnurzer, kitzelte ich ihn so lange, bis er lächelte. Sähe ich einen Kampf, beendete ich ihn friedlich, bis man sich die Hände reichte. Und zwar in Freundschaft und Brüderlichkeit, statt die Klingen im Kampf zu kreuzen. Ich muss nicht weiter fortfahren. Ihr könnt euch ein Bild machen. Ich bin der, der ich immer war. Zerstörer des Bösen, Held der Schwachen. Ich bin Arthur, Held der Gerechtigkeit. Mensch, du klingst so furchtlos. Gibt es etwas, das du nicht kannst? Überhaupt nichts auf dieser Welt, my lady. Mensch, Arthur, du bist so großartig. Du bist nicht nur ein Held, du bist ein Überheld. Oh, hoppla, ihr schmeichelt mir zu sehr, meine Herren. Warum fragt ihr mich dies? Gibt es etwas, das euch plagt?
wenn euch etwas quält, glaube ich, den Grund eurer Sorge gänzlich auszumerzen. Wirklich? Arthur, eigentlich ich... vergiss es. Wie? My Lady, ich bitte euch, wenn es etwas gibt, dann müsst ihr mir das sagen. Ihr wisst doch, dass ich gelobe, euch bei allen Dingen zu helfen. Haha, ja, ich weiß, entschuldige. Tu einfach so, als ob du nichts gehört hättest. Es gibt Dinge, die selbst ein Überheld der Gerechtigkeit nicht tun kann. Also, bis dann. Bei meinem ledernen Lendenschutz. Dieses Mädchen ist manchmal ein Rätsel. Ach, mit Knights können wir auch Freundschaft schließen. Cool. Also plus Odin und Effi. 852, 853, 854. Effi, wir müssen reden. 855, 856, 857. Hörst du mir überhaupt zu? Ich sagte, wir müssen reden. 858, 859, 860. Puh. Effi! Was? Warum brüllst du denn so? Mir kam zu Ohren, dass du Gerüchte über mich erzählst. Angeblich sei ich seltsam. Wie kannst du es wagen? 861, 862, 863. Hey, ich rede mit dir. Hör auf, diesen Baumstamm zu stemmen. Hm? Entschuldige, ich bin gerade beschäftigt. Können wir später reden? Nein, das ist wichtig. Warum machst du den Leuten weiß, dass ich seltsam sei? Oder willst du das etwa abstreiten? Antworte gefälligst. Ja, das habe ich wohl gesagt. Na und? Ist doch nur die Wahrheit. Du bist eben seltsam. Punkt. Oder willst du das abstreiten? Kann ich jetzt bitte mein Training weitermachen? Ich bin ziemlich hinterher. Ich bin nicht seltsam. Ich bin übernormal. Deshalb fällt es normalen Leuten schwer, mich zu durchschauen. Und deshalb denken sie, ich sei ein wenig seltsam. Ach, verdammt. Schön, dass wir das geklärt haben. Oh. Habe ich dir schon von meiner neuen Trainingsmethode erzählt? Die hat meine Stärke verdoppelt. Aber du bist wohl gerade zu beschäftigt. Du hast deine Stärke verdoppelt? Also davon musst du mir genauer berichten. Tut mir leid, aber ich muss weg. Oh, wie gemein.